nähern wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Grundstück. Grundstück? Ach da. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten. Oh aus Gott. Beton und Glas. Okay. Mach dich an die Arbeit und tue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Und die Umzäunung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Und was ist das jetzt hier vorne? Und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Ja. Okay, also wir fangen dann mal an. Beton, Widerstand 6. Widerstand 5. Ich gehe mal davon aus, dass wir dafür einen höheren Widerstand brauchen. So. Oh, ich mich gerade erschreckt. Ja, mal einen Meter kleiner. Geht das dann? Ja, wie ist blockiert? Da steht doch, ich soll das so machen. Hä? Ah, halt, da war es doch gerade blau. Da ist jetzt blau, dann kann ich auch wieder die Stirne größer reinmachen. So, Moment, das ist jetzt blau. So. Ja, gut, das sieht jetzt nicht so super prickelnd schön aus. Aber, ja, ist ja jetzt nicht schlimm. So, Moment, das müsste passen. Einmal so, einmal gerade. So, jetzt geht das hier wieder nicht vernünftig gerade. Ich weiß nicht, warum das immer so blöd ist. Der müsste doch einfach nur gerade hier entlang machen. So, das nach unten. Das so. Kriegt er das jetzt auf die Reihe? Gucken. Na, es wird jetzt wieder so lang. Ja, irgendwie will er jetzt nicht so bauen, wie ich will. Ich meine, soll jetzt ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, dann machen wir es halt ein bisschen anders. Jetzt will er das auch wieder nicht so. Das ist doch doof. Wieso macht er das nicht einfach gerade? Wieso macht er das nur in so einem komischen Winkel? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Alles mal so ein bisschen gebogen. So. Und dann das länger. Ich sehe zwar nichts, aber wir machen das mal einfach. Oh. Moment, ich muss erstmal drehen. So, machen wir es ein bisschen kürzer. Dann geht das trotzdem wieder so komisch da rein. Ich verstehe es wirklich nicht. Dass er das nicht hinkriegt, das einfach nur gerade zu machen. Aber wenn ich jetzt wieder auf gerade gehe, baut er wieder nur komplett nach innen. Also das ist, ja, sehr, sehr seltsam irgendwie. Okay, wir wollen das ja jetzt erstmal nur so haben, dass es vernünftig ist. Also sprich, dass es zu ist. In erster Linie. Achso, 2 ist das kleinste. Okay. Hat das jetzt gemacht? Nee, hat er nicht. Hey, das kleine kann er so bauen. Aber das große kann er nicht so bauen. Ich verstehe es wirklich nicht. 3 Meter. 3 Meter gehen auch schon nicht mehr. Aber das kleine kann er plötzlich nach da hinten bauen. Ja.
Ach so. Nee, oder? Ach, das muss einem doch mal einer sagen. Ich habe da gerade was gesehen mit dem Winkel. Wenn man den Winkel ausstellt, dann kann man das auch genauso machen, wie man es haben möchte. Na toll. Okay, dann weiß ich aber zumindest schon mal für die Zukunft Bescheid. Ich meine, gut, jetzt ist es mir nicht so wirklich wichtig, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, Barrieren. Kann man das hier irgendwie noch verändern? Dass man da sagt, dass man das irgendwie wegzieht. Nee, ne? Ah. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie. An grenzenden Höhen ausrichten. Oben flach und anpassbar. Naja gut, da haben wir jetzt halt hier dieses etwas seltsame. Da machen wir dann Glas rein. Es ist so extra reingemacht, so für die Zuschauer, damit sie dann alles sehen können. So und hier. Oh, das ist aber Widerstandsgrad 2. Ich glaube, zu viel sollten wir vielleicht nicht machen. Nicht, dass sie hier noch die Besucher angreifen oder so. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so günstig. Machen wir hier noch so ein bisschen rein. So. Und hier unten noch ein bisschen Glas. Es ist dann doch ein bisschen viel Glas jetzt geworden. Aber naja, ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt die Besucher hier angreifen werden. So, oh, den Eingang habe ich vergessen. Und sie hat mir noch gesagt, ich darf es nicht vergessen. Eieiei. Ich weiß jetzt gar nicht. Das sind wahrscheinlich die Toiletten hier hinten. Ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Seite aus die kommen. Ich hoffe mal. Oder, nee, das ist das Häuschen, glaube ich, hier. Ne? Dann machen wir mal hier den Tony Eingang. achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Okay. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Meint die das jetzt damit? Ich kann es bewegen. Okay. Das war jetzt aber nicht meine Absicht. So das. Und dann so ein bisschen. Habe ich das jetzt gerade gemacht? Moment. Lege die Höhe der Gehegeumrandung fest. Umzäunungs. Ich weiß nicht, was sie jetzt meint mit dem Umzäunungswerkzeug. Also ich vermute mal, dass sie jetzt meint, aber das ist ganz schwer hier anzuklicken stellenweise. Es ist ja schlimm. Ach so, ich kann mich ja auch drehen, aber das, ja, ist auch nicht so viel besser. Oh Leute, was macht ihr hier mit mir? Okay, Zäune auf 3,70 Meter. Oben flach. Pfostenlänge variiert, um das obere Ende der Barriere flach zu halten. Okay, dann machen wir oben flach. Und Höhenmarkierung. Ah, okay. 3,70 Meter. Ja, machen wir lieber mal ein bisschen höher. 3,70 Meter. Ist das jetzt... Nee, der ist noch nicht ganz. Da das So. Gehege jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen.
Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Okay. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht satt. Nicht? Ich dachte, das mögen die am liebsten. Achso, habe ich schon ausgewählt. Hier so. Die Einfassung ist fertiggestellt, der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Und da, so. Wir können Tiger aufnehmen. Okay, dann gehen wir mal in den Handel rein. Aufnehmen, senden, zack. Oh, das sind aber ganz schön teuer, über... 10.000 waren es gerade, glaube ich. Während die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Okay, Futterstation. Das war unter Gehege. Essenstablett. Ist das jetzt die Futterstation? Ich gehe mal davon aus. Soll eigentlich relativ gerade sein. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Okay. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Okay. Gefrorener Blutkürbis, was ist das denn bitte? Machen wir mal hier hin. Und hier unten gucken sie ja auch. Ah, hier nochmal einen hin. Und eine Reibetafel. Okay, langsam nimmt hier alles Formen an. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu. Platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Oh, ich habe jetzt gar nicht so richtig zugehört, wenn ich jetzt ehrlich bin. Guck mich doch mal an. Oh, du bist so süß. Was machst du denn jetzt damit? Na? Na? Zeig mal, was das ist. Ist das so ein Rückenschubber? Nicht reinbeißen. Oh, ist das cool. Okay. Nein, nicht H. Hilfe. Ich hatte G gedrückt. So, sie hatte irgendwas gesagt, was wir machen sollten. Ich war jetzt hier völlig abge... Erhöhe das Wohlbefinden für stabiler Rückzugsort auf 60%. Gehege. Ah, okay. Okay, okay. Oh, das ist aber ganz schön groß. Vor allen Dingen, wo tun wir das? Da ist die Tür. Das sind natürlich jetzt überall die Leute. Können wir das so? Die armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Ehrlich? Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Habe ich schon. Sehr gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist.
Also gut, öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Erde leicht oder Erde schwer? Da steht nur Erde. Ich glaube, da macht es jetzt wahrscheinlich nicht so einen Unterschied, oder? Ah, man sieht schon, wie das jetzt hier hochgeht. Okay. Langes Gras haben wir zu viel. War das nicht langes Gras? Hier ist auch noch was. Ah ja, genau. Das ist das lange Gras. Das machen wir hier. Alle Tiere brauchen Pflanzen Perfekt. Ihres eigenen Bioms oder Kontinents. Du weißt schon, Wüsten, Graslandschaft, Asien, Europa. Diese Tiger benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus den tropischen und gemäßigten Biomen Asiens. Die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Mhm. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest. Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche Natur? Der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem tropischen oder dem gemäßigten Biom und aus Asien. Asiatisch. Das sind jetzt die asiatischen, ja? Gehe ich mal stark von aus. Okay, die ist jetzt sehr groß. Wir wollen jetzt nicht die Sicht verdecken hier. Artenvielfalt. Kann man aber ganz schön viel reinsetzen, ne? Ist ja alles das gleiche. Kokospalme. Es passt alles überhaupt nicht zusammen, finde ich. Aber gut, machen wir mal rein. Machen wir die hier hin. So. Entschuldigung. So. Rohrschilf. So langsam wird es ja. Oh. Es senkt jetzt, glaube ich, am Baum. Ja. Kann ich das auch nicht woanders hin tun, oder? Okay, also wir haben jetzt 22%. Das sollte normalerweise doch reichen.
Ja. Ja, anscheinend ja. Moment, auf 90%. Gehegepflanzen. Ach, wir sind gerade mal bei 56%. Oha. Da müssen wir ja richtig viel reinmachen hier. Dann sehen die ja gar nichts mehr. Also die Besucher. Es ist nur ein bisschen seltsam, dass das ganze Zeug so in der Luft hängen kann. Komm, einen noch. Woohoo! Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Das ist gut. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Nee, nee, das will ich nicht. Wir den blauen Faun einen Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Ja, ich meine, es ist so ein bisschen dahingeklatscht, ne? Aber ansonsten. Da. Ist aber groß dazu. Also dann, wähle einfach einen V aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es Pflanzen. Geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Öffne den Bereich soziales Wohlbefinden für mehr Details. Gemäßigt drucken. Okay. Nee. Achso, asiatisch ist noch drin. Okay. Da haben wir jetzt keine asiatischen, oder wie? Hä? Hallo, wo ist die ganze Natur hin? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ach so! Nimm 3 neue Exemplare der Tierart Blaue Faun auf. Ja, super. Es sind aber keine da. Ah, nun, die Pfauen haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Gut. Wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Dieses kleine Problem löst du, indem du 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Weibliche, okay. Du weißt ja, wie das geht. Ja, ich weiß nur nicht, wo der Eingang ist. Ah, hier. Gemacht. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Mensch, Schnee... Ach so, Schneeleoparden. Kein V. wo ist der denn? Die denn? Wie auch immer. Wupp, einmal drehen. Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Dem Tier ist zu heiß. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Ha
Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Okay, da habe ich eben aus Versehen drauf gedrückt, oder? Temperatur. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Okay. Klimaanlage. Ja, keine Ahnung, wie die das installiert haben, aber wir können das mal. Klimaanlage. War das jetzt... Oh, oh, war das jetzt keine Klimaanlage? Doch. So. Tut sich denn da auch was? Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Schnee und Felsen, aber da geht es doch gut hier. Oh, da geht es nicht so gut. Okay, wir machen mal mehr Schnee drauf. So. So. Und der braucht sehr viel weniger langes Gras. Ich sehe hier gar kein langes Gras. Ich sehe hier wirklich kein langes Gras. Felsen, Felsen. Hier ist langes Gras, okay. Ja, da war langes Gras. Aber... Das nimmt der jetzt nicht weg aus der Statistik, hä? Ah, der freut sich. Leute, hier ist doch nichts mehr. Keine Ahnung, wo der jetzt hier noch angeblich ein langes Gras haben soll. Da drin noch nicht, oder? Oder gilt jetzt das normale Gras auch als langes Gras?
Sehr gut. Anscheinend. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Zoo-Übersicht? Hier findest du deine Tiere. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Ja. Okay. Ich will die nicht verlegen. Ich will die erstmal finden. Wo sind denn die Schildkröten? Hier kommen die an. Das sind wohl Giraffen. Okay. Ach, hier hinten sind die Giraffen, okay. Aber wo sind die Schildkröten? Jetzt habe ich natürlich gerade mit dem kleinsten Tier angefangen hier. Mal schauen. Gucken erstmal Schildkröten. Zebras. Zebra und Giraffe. Ah, die sind wohl zusammen. Ja, die sind zusammen. Okay. Wohlbefinden. Gehege. Oh, die brauchen mehr Pflanzen. Okay. Graslandschaft. Natur. Landschaft, Landschaft. Sein. Bioma. Graslandschaft, ja. Huck, huck. So. Meint, oder brauchen jetzt weniger Graslandschaft? Habe ich mich jetzt vertan? Sind für dieses Tier absolut nicht geeignet. Gelände und Pflanzen. Also wir brauchen erstmal kurzes Gras. Wir machen erstmal das Gras. Nee, Gelände, kurzes Gras. Irgendwie kommt da, doch, da kommt doch was mehr drauf. Und ein bisschen größer hier. So, das sieht gut aus. Dann langes Gras brauchen wir zwischendurch noch. So, und weniger Erde. Jetzt
Jetzt haben wir zu wenig kurzes Gras, okay. Ist schon so ein bisschen kompliziert da jetzt. So das Mittelding zu kriegen. Ah gut, perfekt. Das haben wir schon mal. Pflanzen. Ideale Pflanzenauswahl. Graslandschaft. Ach so, und ich habe jetzt hier Pflanzen reingesetzt. Das war, glaube ich, nicht so günstig. Die Frage ist jetzt eher, wie kriege ich die jetzt wieder weg? Na? Abreißen. Schade, dass man fürs Abreißen jetzt überhaupt nichts mehr bekommt. So. So. Sind für dieses Tier absolut nicht geeignet. Die Buche. Ach, das ist das. Okay. Kann man das hier im Menü direkt wegmachen? Nee. Natur. So, den raus. So. Ach, das ist auch nochmal eine Buche. Moment. Oben das sind Buchen. Nee, das ist doch keine hier. Was sind die denn jetzt alle? Oben das sind Buchen und hier unten sind ganz viele Buchen, okay. Dann hauen wir die nochmal alle raus hier. So, ich weiß jetzt nicht, ob die Kleinen, die müssten ja eigentlich auch dazu gehören. So. Ah, perfekt. Nee, nicht perfekt. Lebensqualität. Ah, Futterbeschäftigung. Zu wenig Beschäftigung für alle Tiere. Okay. Nee, nicht Tierhandel. Moment. Futterbeschäftigung. Futter und Wasser. Futterkäfig. Das müsste das dann ja sein. Wie 0%. Hä?
Zebra. Zebra ist hier gar nicht drin. Weil das Afarfas sind? Was sind denn Afarfas? Das sind doch die Zebras, hä? Okay, steht hier auch nicht drin. Okay. Zu wenig Beschäftigung durch Spielzeug für alle Tiere. Das ist für die Giraffen. Ja, wäre irgendwie auch logisch. Ich bin auch so blöd. Okay, dann Zebra. Das scheint für das Zebra zu sein. Groß. Wie viel braucht ihr denn noch? Mein Spielzeug, okay. Okay. Aber ich verstehe dann immer noch nicht, was das mit der Futterbeschaffung sein soll. Durch Futter? Ach nee, oder? Dein Ernst jetzt? Aha. Okay, okay, okay. Die Giraffen sind immer noch nicht gut. Nee, ich wollte ja eigentlich nicht hinterhergehen. Lebensqualität. Die brauchen auch Futterbeschäftigung. Die haben wir doch schon hingestellt. Ach, die sind direkt hinter mir. Ich dachte gerade schon. Die Giraffe. Was sind denn die hier? Durch Spielzeug.
Nicht übel, gar nicht übel. Hey. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Boah, nur den ersten? Noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Ja, dann würde ich sagen, wir haben das Goodwin-Haus geschafft. Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hinschnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen, hm? Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Ja, super. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. So, darf ich jetzt endlich sagen, was ich sagen wollte? Dankeschön. Also, ich wollte sagen, wir haben jetzt die Kampagne zu Goodwin House abgeschlossen. Damit wird auch diese Folge jetzt erstmal beendet sein. Und die nächste Kampagne, die könnt ihr, wenn ihr Lust und Zeit habt, im nächsten Video dann sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dann. Ciao.